Willkommen zu meinem siebten Kepler-Stream. Wir haben Samstag, 5. Mai 2018, 23.30 Uhr Windows 7 Internetzeit. Auf noch mal eine Runde in die Sucht. Test, test. Auf noch mal eine Runde in die Sucht. Ach stimmt ja, das war ja Paysafe. Okay, das ist ja interessant. Wie sie es nur machen. Okay. Okay. Na gut. Verstehe. Das war wieder ein Lügenheini mit einer Wegspende. Düdelü. Okay. Oh, okay. Naja, weiter geht's. Ich lasse im Hintergrund ein Streamchen laufen, bis Zuschauer kommen. So, Leute. Mach schon mal leiser. Das schließen wir. Sehr laut gestellt. Weiter geht's. Und jetzt kommt wieder das eindeutige Update. Wo man das bestätigen muss. Das haben sie irgendwie cool gemacht. Habe ich alles abgeändert? Ich kam ja beim letzten Mal nicht dazu, wirklich was zu sortieren. Wie viel habe ich noch? 509, da geht was. Ab zum Ofen. Noch Schnitte drin und dann Ditte.
Sieh, dass mein Holzvorrat komplett aufgebraucht ist. Das nervt. Ein Bett kann man immer mal gebrauchen. Dreck kann man nie gebrauchen. Noch ein Lager. Ach, ein Ei. Eier. Nee, die sammeln wir auch schon mal ein bisschen, damit es lohnt. Samen kommt dahin. Noch mal Eier. Die Eier. Okay, jetzt pflanzen wir noch das Blümchen. Und wir machen weiter im Untergrund abbauen. Ja, da jetzt nicht lang. So, eine Tür zu machen. Ich merke, dass ich da nicht lang soll. Ah, ich wollte doch eine Tür mit dem Untergrund nehmen. Door. Ah, Stein bitte. Zwei. Danke. Hübsch. Ich muss mir den Chat irgendwie so legen, dass ich mitkriege, wann was geschrieben wird. Ja, funktioniert. Oh, Eier. Ich sehe Eier. Erstmal meine Figur von Nahensee mit diesem komischen Outfit. Jetzt hat er die Tür gesetzt. Zoomit, mein Programm habe ich geschlossen. Das war keine so gute Idee. Da zack, hat eine Gesichtsmaske auf. Sieht echt cool aus, die Figur. Die Hühner jetzt hier. Mit. Oh, Leib ja hier. Erstmal noch Fackeln. Diese kleine Mini-Kuh über Flitzen. Haben wir einen kleinen Flitzer? Haben wir einen kleinen Flitzer? Ja, kann man wahrscheinlich ja so fressen, roh, und überhaupt noch, wenn da noch nicht mal kommt von. Ich
Ich will meine Binde mitnehmen, wenn ich blute. Ob die wirklich so hilft, wie ich mir das vorstelle. Ah, keine Steine dabei. Sehr intensiv in einem sehr gewissen Zustand mit all diesem Geld beschäftigt hat. Also, was mache ich mit so viel Reichtum? Ja, ich komme all dieses Geld. Jetzt hat er das weggeschmissen. Hi Ufo. Oh, noch wach? Ich brauche Matrix.
4 und die 5. Noch wach, noch. Okay. Ja, ich habe da, hast du mein Foto gesehen, was ich dir geschrieben habe? Hier. Gut beleuchtet. Kann man es am Rand ganz gut erkennen, was Metall ist. Aber an der Oberfläche ist es identisch, absolut braun. So, hier haben wir Stockwerk 5. Jetzt gehen wir noch hoch in Stockwerk 4. Hoch in Stockwerk 3. Und füllen es mit Erde. Stockwerk 3. So. Die 4 ist noch nicht wirklich richtig ausgearbeitet. Irgendwie gehen richtig 4 hin. Warte mal. Hat das doch als hier durchgelassen. So, hast du noch was geschrieben? Nö. Ich sehe meinen Chat nur sehr klein heute, deswegen frage ich. Oh, ich habe schon Bauchschmerzen. Ich habe Schokos gegessen, die kamen mir nicht gut. Geht's dir bitte die letzten? Wie geht's mir die letzten 8 Stunden? Bisschen depressiv und ein bisschen übel, weil ich mich gefressen habe. Warum? Erzähle deinen Tag. Ich versuche meinen Verstand, meinen Geist wieder klar zu kriegen und zu beruhigen. Informationen zu verarbeiten. Die auf mich einprasselt durch zwischenmenschliche Beziehungen. Und mich wieder zu erholen. Und das ist alles, was ich im Moment versuche. Ansonsten habe ich den ganzen Tag nur hier verbracht, auf meinem Sofa vor dem Spiel. Habe einen unfassbar schlechten Film geguckt,
James Fast wäre zu verlinken. Ein Z-Movie habe ich geguckt. Einen echten Z-Movie. Mit Interesse, das muss ich sagen. Habe ich auch nicht ganz zu Ende geguckt, weil ich einen anderen Streamer verfolgt habe. Oh, meine Figur verhungert. Friss! Das ist eine Mumie. Modell, Dekoration. Oh, Schießpulver. Oh, ich wollte vorhin schon, dass ich einen Dingstisch baue. Ich habe nämlich Schwefel gefunden. Schwefel hebt schon auf Ebene 5. Oh, 50 Eisenpfeile. Und das gerade. 50 Eisenpfeile. Was ist das? Was ist das? Holz? Ich spiele nebenbei ein bisschen Kepler. Das glaube ich, der ist Wort. Ja, Kepler, bester. Ah, die Viecher hier unten. Guck mal, Ufo, was es hier unten gibt. Hier unten gibt es Insekten, die einen mit grünem Zeug bewerfen. Hau ab. Hau ab. Ah. Schon wieder mit grünen Insekten. Die Insekten haben auch sehr mächtige Werkzeuge. Es gibt eine Geschichte, die habe ich aus früher, ich weiß nicht, eine, die so neu dazugekommen ist. Ein bisschen neuer als hast du es gerade gesehen, die Insekten? Das muss jetzt endlich so sein. So muss es sein.
So. Dahinter sind mir zu viele Gegner. Es gibt Situationen, da habe ich mal so. Oh, schon wieder ein Insekt. Guck mal, grünes Riesenvieh. Diese vier hier unten in Ebene 15 sind schon auftraubend. Oh Mann.
bin ich dann komplett rausgerissen. Ich habe mich gar nicht mehr dran erinnert, was denn da gerade angefangen hat. So, und das war es. Diese Woche bin ich mal unten gewesen, Kaffee holen, und in der Nacht, alles gut. Gegen seine Gewohnheit schläft er nicht, sondern kennt aufgeregt wird auch nicht. Und dann habe ich Kaffee eingelassen. Er ist dann auf dem Platz gegangen. Und ich habe dann gerade noch ein bisschen mit einer Futtersuche. Ist, die da draußen gerade umeinander streunert, dann habe ich dann und solch sein, alle Wangen haben einen Großschuss. Also die Maus wird nicht die Gemeinde in den Materialien, die hat die Maus gegeben. Vögel, die schon die Zeit gerade nicht unterwegs. Ein deshalb habe ich diesmal einfach so als eine Farbenkapitan getan, was mir gleich ist. Schauen wir mal, was hier ist. Ja. Dieses Wesen war ich. Echt? Über was haben wir uns denn unterhalten? Sag mir doch mal, über was wir uns da unterhalten haben. Das würde ich jetzt nicht wissen. Und das nächste Mal bitte nicht so abrupt, sondern mit Vorrat. Du darfst mich küssen, so viel du willst, aber mit Vorrat. Also in diese Richtung fährt sich jedenfalls. Und Lucians hier hat ein sehr hochfrequentes. Ein sehr hochfrequentes moduliertes. Was ich dort nur sagen kann, das wäre jetzt schon mal ziemlich gut. Warum ich das so sage, warum ich das so sage, es gibt nichts, woraus man anstrengt. Es gibt nichts. Okay, es gibt natürlich ein mulmiges Gefühl. Oh, jetzt, das ist so in etwa, wie wenn ich jetzt als junger Bursche 13, 14, 15 war. Oh, Scheiße! Diese Spawnerei, ey. Das sollte man nicht abspielen. Scheiße.
Na, komme ich noch durch? Halt die Spitzhacke noch lange noch durch? Nein, schade. Na gut, gehen wir schon wieder zurück an die Oberfläche und füttern ein bisschen Tiere. Und ein bisschen mich. Ich glaube, ich finde hier unten auch Barren. Ingo, ich will ja keinen Abstand. Wenn es dir schief, dann will ich das. Suche ich den Dialog. Dann bitte hier austauschen. Austauschen. Ich habe ein Speer aus Kupfer. Ja, wie mit der ersten Liebe. Was ist, wenn sie Nein sagt? Was ist, wenn sie Ja sagt? Tja, ich verkünde Paradigmenwechsel. Alles ist getan. In meiner Realität hat niemand sterben. Niemand hat zu schaden kommen. Ich weiß jetzt, ob ich nur eins macht. Lies dir mal die Patchnote zum letzten Update durch. Ziemlich cool. Ufo, ich zeig dir mal eins. Eins habe ich schon selbst herausgefunden. Wenn man sich jetzt schlafen legt und der Ladebalken ist voll, dann fragt er einen erst. Dieses Fenster hier ist neu. Und ich habe vorhin ja einen Kommentar unter die Patchnotes geschrieben mit Hilfe von Holy und habe Verbesserungsvorschläge bei den Entwicklern gemacht. Könntest du mir nochmal den Link dazu geben, damit ich den nicht selber suchen muss? Steam ist nämlich eine der komplexesten Seiten, die es gibt. Muss mal kurz speichern. Dann kannst du gerne mal meinen englischen, also mit Holy übersetzten englischen Kommentar, den ich unter die neuen Updates drunter gesetzt habe, durchlesen, wenn du lustig bist und hast und Zeit und Willen und all sowas. Kupfer stelle ich mittlerweile in wirklich ausreichenden Mengen her. Link habe ich nicht, bin nicht über Browser aus Steam. Ich will sterben, das finde ich doch nie. Okay, dann sag mir, wo man es im Klienten findet. Sag mir, wo ich es im Klienten finde. Wo ich da draufklicken muss. Bei allen News-Anzeigen zum Spielen vielleicht? Shop? Steht denn das Datum? Freundliche NPCs und ihre Dorfbewohner, ein Trading-System zwischen Playern und NPCs, Interaktion mit NPC, Missionen, Trading, Rekrutierung. Oh cool. Pet and Mount System. Pet ist hier, oder? Will you able to ride an animal or make it his mobile chest? Followers, companions, your journey is no longer alone. More underground structures and bosses. Und dann noch 1000 Einzelpunkte. At a time, at a survival day. Ja, genau, die Tage habe ich auch schon festgestellt. Spiel mit rechts anklicken. Was? Spiel mit, ja, ich habe schon gefunden. Irgendwie was. Jede Menge Missionen kann man anscheinend machen. Will mir jetzt nicht alles durchlesen während des Streams. Irgend noch was Spezielles, was dir am meisten gefällt? Was erwähnenswert wäre? Knochen.
Schwefel. Und 90 Eisenpfeile. Alles cool, wird man ja erkunden mit der Zeit. Ja, genau, das wird man. Es dauert ja 50 Jahre, bis der einmal durch ist. Und mein Holzvorrat wird kleiner. Jetzt mehr Kohle als Holz mittlerweile. An Fackeln mangelt es mir nicht mehr. Okay. Dann kann man die 99 Fackeln erstmal reinpacken. So, wo ist meine Steinsvorratkiste? Genau, Kannenpulver. Jetzt haben wir schon Kupfer, Eisen, Schwefel und Schießpulver. Uwe, ich bin gut bestückt. Bald mache ich die Gegner mit Shotgunblatt. Hi, ganz entspannt. Wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Oder wie man bei einer schrecklich netten Familie antwortete. Gestern stand er noch und es ging. So, jetzt gehen wir mal Viecher füttern. Nektar brauche ich jetzt nicht mehr an der Oberfläche zu suchen. Junge, sind die verfressen. Die machen immer die Tröge leer, wenn ich im Untergrund bin. Oh, jetzt hatte ich gerade einen hohen Hörsturz. Ganz ätzend. Es geht doch nicht so einen grundlosen Hörsturz. Und wir spielen Farm Together. Hier fehlt mir nur ein Träger. Ich bin noch Bauch versteckt. Warum liebe ich das Leben? Grün Moham Apple gepflückt. Schon.
Zack, zack. Ja, humorig, wenn man trotzdem lacht. Ja, was sagst du zu meinem riesigen Weinberg, den ich hier gebaut habe mittlerweile? Ich bin ja mega stolz drauf. Ohne mich zu bewegen, kann ich hier 5x5 Feld ernten. Wenn ich an der richtigen Stelle stehe, natürlich nur. So, jetzt. Let's play farm together on my Weinberg, on my Weinberg. Bum, 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 5x5. Ich muss nur genau in der Mitte vom Quadrat stehen von 5x5. Jetzt geht's ab hier. Passiert's, passiert's. Ganz ein Weinberg. Das gibt viel gutes OPC, sehr gesund. Ich muss mal wieder OPC nehmen. Holy! Mensch, ich dachte schon, ich muss den Tisch ohne dich bauen. Soll ich ihn jetzt bauen? Dann würde ich ihn jetzt bauen. Dann lasse ich dich jetzt noch dran teilhaben. Ich habe nämlich Schießpulver gefunden. Wobei ich jetzt noch nicht Teile für eine Waffe suchen soll, aber es sei denn, ich habe die Teile alle da, aber den Tisch würde ich jetzt schon mal bauen. Soll ich, 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 holy, holy, soll ich. Holy, jetzt sag doch mal, soll ich? Das siehst du, was kostet. Es beantwortet nicht die Frage. Soll ich bauen? Ach, da steht jetzt ja Bau. Mein Fehler. Wie baut man den? Schwefel? Ich habe jetzt schon 23 Schwefel. Und da wir eh alles aus Kupfer bauen. Metalbar. Nur 5. Das sind nur so kleine Scheißsäule. Ich habe extra 3 Platz gelassen. Hey, man kann sogar Schießpulver herstellen. Schwefel, Salpeter und Holz. Shotgun. Metall und Wood. So ist das nun mal. Okay, Wood. Wood ist alle. No risk, no fun. Hier, ich habe Shot. Wie ich meine.
scratch himself right under there. Oh no. And then he's gonna, it's just gross as hell. He takes a whiff. So, warte jetzt. Yeah! What's the problem with that point? Schrecklich. So. So, das ist der neue Tisch. Jetzt wisst ihr, wie es aussieht. Ach ja, ich muss ja neue Spitzhacken bauen. Naja, dazu fällt ich auch schon ein paar tausend Bäume. Erstmal diese Socks hier runterheben. Weil die fressen mir in letzter Zeit echt die Haare vom Kopf. So, und was machen wir jetzt? Na. 21. Die sind echt auf Fressen, holy. Echt nicht, ich dachte, das ist. Warum sind die anderen Tische nur so klein? Ich finde das scheiße gemacht. Wie richtig schöne platzfressende. Ja, auf jeden Fall kümmern sich die Entwickler ordentlich um das Game. So muss das sein, so gefällt mir das. Ah. So, was haben wir jetzt hier noch? Genau, ich brauche Holz. Holz, Wut, Wut, Wut. Auch Wut, Wut, Wut. Für all die es noch nicht mitgekriegt haben, ich habe jetzt Hühner und Eier. Ich kann mir jetzt Kuchen backen. Freuen! Yay, ganz entspannt freut sich. Juhu. Nur verfressen sind sie, die Viecher halt. Also ich muss ja ganz schön viel abernten, nur für die Viecher. Ach ja. Freuen.
Yay. Ganz entspannt, hast du das Spiel immer noch nicht gehört? Gut, es macht Spaß. Wird dein Leben für das Spiel gehen, das verspreche ich dir. Huch, warum habe ich jetzt so wenig Eichen gehabt? Das ist ja komisch. Das ist ja komisch. Jo, jetzt haben wir schon mal wieder ein bisschen ordentlich Holz. Und mit Holz und dem Zeug hier kann ich Pickel bauen. Ich bewundere das Spiel hier bei dir und UFO. Lieber nicht. Ja, das Spiel ist aber auch bewundernswert, ne? Das ist einfach nur geil. Es ist wirklich ein schönes Spiel. Das ist Snee. Zack, 5 Äxte, zack. Das Ei muss ich noch wegpacken. Dann nehme ich wieder runter in die Höhle. Zack. Zack. Oh, es hat dann schön die Spicks, die Pickaxen und die Pfeile hat dann schön schluckt. Aber dafür habe ich jede Menge Eisenpfeile gefunden. 40 habe ich gewonnen, weil ich einen Boss besiegt habe, und 50 habe ich gefunden. Und mit den 90 Eisenpfeilen mache ich dann den nächsten Boss-Bad, wenn möglich. Und ich habe jetzt 3 verschiedene Werkbanksarten. Wenn man Amboss mitzählt, 4. 1, 2, 3, 4. Genau, ich wollte mal in Knochenspeer testen, ob der stärker ist als der Kupferspeer. Goblin-Workbank kann man auch bauen. Aber seht ihr hier irgendwo das Wort Speer? Ich meine, ich weiß doch, dass es Speere gibt, oder? Oh! Schlimmste, was passieren kann, wenn wir es runterklopfen. Oh. Spear heißt das, ne? Jetzt sehe ich gerade, dass es kein Spear gibt. Warum? Gucken wir mal auf Armor. Eisenrüstung aus Knochen. Die muss ja hart sein. Ich bleibe auch schon mal bei meiner. Jetzt wird es wieder dunkel. Das ist eh der ideale Zeitpunkt, nach unten zu gehen. Wie oder wo oder wann trifft man denn auch Bossgegner? Mitten auf der Landkarte. In Festungen. In einer Goblin-Festung ist ein Goblin-Boss. In einer Insektenfestung ist ein Insektenboss. Und keine Ahnung, wo er UFO den Schweineboss auf einmal gefunden hatte. Gocke lege ich ja Millionen von Eiern. Muss ich noch schnell klauen. Und bewacht der eine Schatzkiste oder so? Meistens schützt er nur die Borg. Und in der Mitte des der Borg ist dann eine spezielle Werkbank. Zum Beispiel eine Goblin-Knochen-Werkbank oder eine Insektoide-Werkbank. Die Insektoide-Werkbank muss ich noch finden. Da bewacht fast immer nur deren Werkbänke und natürlich ein paar Lagerkisten mit Nektar drin.
und Gold und Schießpulver und was sie halt so bewachen. Aber es gibt auch viele kleine Lager, die viel, 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 viel leichter, schwächer bewacht sind. Und da hole ich mir mein Zeug hier am Untergrund. Wie schon gesagt, ich bin jetzt auf Ebene 5 unten und da sind viele insektoide Lebewesen. Von den Insektoiden habe ich diesen 17 Damage Speer zum Vergleich. Meiner macht nur 9. 17 Damage Speer. Das ist ein riesen Teil. Das ist eine insektoide Waffe von Insektenwesen. Damit reicht ein Stich und ich mache alles in jedem platt. Nur als Beispiel. Ich wollte gerade Knochenspeer basteln, aber Knochenspeer gibt es anscheinend nicht. Aber ich habe ja eine Knochenwerkbank, aber ich suche noch eine insektoide Werkbank, damit ich mir solche Speere aus Insektoiden Material selber basteln kann. Insektoides Material ist das grüne hier. Exoskelett von Insekten zum Beispiel. Daraus könnte ich mir dann einen insektoiden Speer machen. Und diese Bienen da unten schießen mich immer mit grünen Pfeilen. Das ist nicht so. Jetzt haben die schon wieder zwei erledigt. Junge, sind die Hühner Fleisch. Haben sie doch mal nur im Real Life so schön Fleisch. Muss man ja die Eins noch ein bisschen bearbeiten. Kann man als 1 durchgehen lassen. Stockwerk 1. Stockwerk 2. Stockwerk 3. Stockwerk 4. Stockwerk 5. Weiter geht's. Ich muss mich bewaffnen. Hier sind sehr angriffslustige Insekten. Passe mal auf, was hier im Untergrund so alles los ist. Da tobt der Bär. Hier, dieses Viech hier, das beschießt mich in einer Tour mit grünen Geretze. Man merkt förmlich, wie du das Spiel lebst. Voller Begeisterung. Schön, so eine Perle zu entdecken. Ja. Das ist einmalig. Vor allem, ich habe mir das ein Leben lang gewünscht. Ich habe diese zweidimensionalen Zelda-Spiele geliebt. Nur bei Zelda musste halt Dinge machen, die ich nicht immer Lust habe. Rätsel, auf die ich keinen Bock habe. Und du musstest von A bis B durchspielen. Aber eine offene Welt mit unendlich Möglichkeiten zum kreativen Erkunden und Erforschen. In so einer 2D-Zelda-Welt habe ich mir immer gewünscht. Ich habe die ganzen Zelda-Spiele damals auf dem Game Boy Color verschlungen, weil ich diese Grafik mochte. Und das hat genau so eine Grafik. Das ist genau das Game, was ich mir gewünscht habe. Und das natürlich in Minecraft 7 Days to Die-Thematik, wo ich sowieso ein Faible für habe. Hier, das sind zum Beispiel solche Lager, wo man so schon klauen kann ohne Ende. Das hat er alles wieder mal mir zu verdanken. Und Dr. Snone. Ja, immer alles dir zu verdanken, Ufo. Du bist ein Held. Da habe ich mein Leben lang danach gesucht. Auch wenn ich deine, ja, deine Langlebigkeit, Begeisterung für Videospiele nicht wirklich teilen kann. Also du gibst Spiele sehr schnell auf. Und du konzentrierst dich auch nicht und überlegst dir nicht Taktiken. Du spielst einfach immer blind drauf los, krepierst, spielst blind drauf los, krepierst. Da hat man natürlich nicht lange Spaß an Spielen. Also ich mag deine Art, wie du an Spiele rangehst, null. Aber dadurch, dass du alle 5 Minuten ein neues Spiel spielst, komme ich natürlich dazu, neue Spiele kennenzulernen. Was für mich wiederum sehr vorteilhaft ist. Ja, bitte. Und was ich gerade gesagt habe, war nicht böse gemeint. So. Ich will auch den Zuschauern viele Spiele vorstellen. Okay. Hier. Ganz entspannt. Hier ist zum Beispiel so ein Lager. Sind nicht immer von Bossen bewacht. Manche Lager sind komplett leer.
Die habe ich auch meine fast 700 Stunden in Factorio zu verdanken. Ach so, Ufo. Weil du es mal vorgestellt hast. Ja. Aber das Spiel ist wirklich der Hit in der Hut. Ich stehe so kurz davor, meinen Game Boy Color rauszuholen und meine Zelda-Spiele zu spielen. Aber ich muss sagen, seit den Cell-Shading-Grafik-Zeldas auf dem Nintendo DS ist mir Zelda-Spiel zu schwer. Also habe ich keinen Bock mehr drauf. Diese Mission da, diese Knobellein da in diesen Ebenen, in diesen Schichten, das ist nicht meine Art Spiel. Was ärgerlich ist. Auch von der Grafik her fand ich Zelda immer Weltklasse. Und die fressen keine Leistung. Die Ladezeiten in den Spielen sind so angenehm. Ich muss immer 20 Minuten 7 Days to Die vorladen, bis ich es euch vorspielen kann. Bis die 16 GB Speicher mal erfüllt sind. Hier, klack, 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 hier. Raus. 2 Sekunden. Rein. Ich bin Tag 47. 2 Sekunden. Ist das der Hammer? Das sind Ladezeiten, ey. Ich liebe es. Ich sag doch, nicht immer beste Grafik. Oder. Wobei 7 Days to Die hat nicht mal eine gute Grafik. Das müsste eigentlich auf Nintendo 64 Niveau sein. Von der Ladezeit her. Aber die Spielentwickler legen auf das, was mir am wichtigsten ist bei einem Spiel. Nämlich so gut wie keine Ladezeiten und keine Speicherzeiten. Darauf nehmen die Entwickler am wenigsten Wert. Das finde ich zum Kotzen. Aber bei so kleinen Spielen und bei Gameboy-Spielen, da sind die Ladezeiten angenehm. Oh. Die Fallout-Ladezeiten auf der 360 zum Davonrennen. Hoffentlich haben sie da bei Fallout 4 mal ein bisschen nachgebessert. Da kannst du jedes Mal einen Kaffee machen, wenn du in ein Haus reingehst. Und hier sind die Ladezeiten so angenehm. Ich will nie wieder ein anderes Spiel spielen. Ich hasse das. Diese Viecher sind so hartnäckig. Sehr harte Gegner auf Ebene 5. Ich traue mich kaum auf Ebene 6. Kein Bock. Hier, diese Insektoiden-Arschlöcher. Aber 700 Stunden Factorio ist ja mal... Oh. Gib mir dein Schwert. Ist das der Ernst? 700 Stunden? Ich glaube, abgesehen vom Fallout habe ich noch nie so viel Zeit in dem Game verbracht. Wieder Sektoid.
Kein Bock, gegen die Viecher zu kämpfen. Es kostet mich immer sehr viel Essen. Wenn mir ein Spiel wirklich begeistert, beiße ich mich da fest. Wenn es dann so Spiele sind, wo du noch nebenbei Twitch schauen kannst, umso besser. Ja. So, ja, so ein Spiel ist sowas zum Beispiel. Ich habe ja nicht wenig Zuschauer, aber auch die ganze Zeit immer noch im Stream im Hintergrund laufen. Irgendwelchen Leuten. Aber geht. Ich kann den Stream laufen lassen, noch Chat beobachten, weil das ist wirklich gemächlich. Und es ist knuffig. Jetzt sage mal, ist es nicht knuffig? Es ist so knuffig, dieses Game. Absolut knuffig. Es ist noch knuffiger als Zelda, obwohl es wirklich identische Grafik ist fast. Wie sind 16-Bit Zelda ein bisschen. Wobei ich die 8-Bit-Spiele noch besser fand als die 16-Bit. Aber das ist Geschmackssache. Ich hasse es. Hau ab. Hau ab. Ich habe Schwefel gefunden. Hier. Für die, die es vorhin nicht gesehen haben. Seht ihr das? So gelbe Punkte. Ufo, falls du wissen willst, wie Schwefel aussieht, musst du jetzt hingucken. Dies ist Schwefel. Dies ist Schwefel. Schaut hin. Schaut jetzt hin. Habt ihr hingeschaut? Dies ist Schwefel. So, das Spiel füge ich jetzt mal ein. The fuck? Oh nein, ich werde angegriffen. Scheiße. Warum? So ein Arsch! Das gibt's doch nicht! Okay, das passiert mir kein zweites Mal. Nee, so ein Arschloch. Da irgendwo noch Waffen. So eine Missgeburt, ne. Ich wollte einfach nur mein Bild speichern. So ein Arschloch. Immer pausieren, am besten rausgehen. Genau deswegen baue ich hier in so Minecraft-Gang. Das ist alles Minecraft-Erfahrung, die ich hier einfließen lasse. Damit hier keine Monster sind. Jens. Oh Scheiße, nein! Ich könnte ausdicken! Mensch! Ich komme doch nie wieder rechtzeitig dahin! Das wäre ein derber Verlust! Das wäre richtig derber Verlust! Knochen, 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 wo war ich? Knochen, Knochen, Knochen! Knochenbank.
Holz. Ist die Karte endlich? Keine Ahnung. Ich muss gerade um mich gewonnen gerade. Komm doch nie da rechtzeitig mehr hin. Oh, das ist jetzt ein bitterer Verlust. Das war bitter. Lange liegt ein Zeug. Kurz! Einfach nur sau kurz! Ich hab's den Tag gemerkt. Viel zu wenig Sekunden. Viel zu kurz. Vielleicht nicht immer 5 Minuten oder so. Das ist ein Drecksgame. Das hat das eine Stunde da liegen zu lassen. Wenn man eine Chance hat, da hinzulaufen. Das ist ein richtiges Drecksgame in dieser Hinsicht. Warum wachsen hier unten Bäume? Was ist denn jetzt passiert hier unten? Ich glaube, das Spiel buggt. Das ist bestimmt alles weg. Zu 99% ist das alles weg. Das tut richtig weh. Diese ganzen Kupferpickel. Das tut richtig weh. Und das nur, weil ich nicht Escape gedrückt habe. Man kann mit Escape das Spiel nämlich anhalten. Wieso backt denn das jetzt so rum? Fick dich! Okay, alles verloren. Komm ich nicht mehr runter. Also heute nicht mehr. So ein Drecksgame. So ein verficktes, ekelhaftes Drecksgame. Nee. Das ist weg. Muss mir auch schon wieder richtige Waffen bauen. Bug Dr. Snone, der hat von der Oberfläche hat er Dinge mitliegen lassen. Das hat sich erledigt. Alles weg. Alles weg. Alles weg. Unmengen an Kupfer ist jetzt verloren gegangen. Weil das ganze Kupfer in den Spitzhacken drin war. Alles weg. Ich brauche gar nicht mehr runterzugehen, bis ich nicht wieder komplett ausgerüstet bin. Man ist viel zu schwach für da unten. Da unten, diese Welt ist echt gefährlich. Nicht ein Stück Kupfer habe ich mehr. So eine Scheiße! Aber genau dafür habe ich meine Notration, ja. So. Warum Bogen? Soll ich mit einem Decker? Kann man als Schwertersatz nehmen. Kohle weg, alles weg, hunderte Fackeln weg. Richtig viel Material ist jetzt verloren gegangen. Jetzt kann ich wieder mit Steinäxten anfangen.
Ich hätte mir da unten eine Kiste machen sollen, wo ich das zeitweilig reinpacke. Habe ich noch Steine? Nein, habe gar nichts mehr. Muss ich jetzt alles aus meinen Kisten nehmen. So eine Scheiße, ey. Wie in der Steinzeit muss ich jetzt wieder anfangen. So eine Scheiße. Machen wir mal 5 Äxte. Man erkennt es aber ganz einfach, wenn man weiß, dass man einfach nur auf die Kette schauen muss. Und dann sieht man, ob es eben wasserig oder ob es eben chemisch ist. Und ich brauche noch einen Speer. Und da ich kaum noch Materialien habe, um gerade meinen wertvollen 17 Stärke Insektenspeer verloren habe, werde ich jetzt einen Knochenspeer. Nee, Knochenspeer gibt's nicht. Da bleibt mir fast nur ein Steinspeer übrig. Seht ihr hier das Wort Spier irgendwo? Nee. Speer kann ich im Moment nur aus Metall machen. Ich mach mal ein Boneschwert. Wie das aussieht. Glove, Handschuh oder so würde ich gerne als Alternativen machen. Aber geht nicht. Hey, man kann ja doch explosive Pfeile machen. Hat mich den Tag jemand gefragt. Ganz ehrlich, genau das hat mir jetzt sehr gefallen. Nicht dein Verlust, sondern dieses Prinzip, alles verlieren zu können. Das Spiel hat gerade viele Punkte bei mir gut gemacht. So hat dein Dilemma wenigstens einen Sinn. What the fuck? Geht's denn noch jetzt was? Ach Leute, ich weiß, was du meinst. Ja, das Spiel ist nie zu unterschätzen. Man darf sich auch nicht gleich auf Ebene 13 runterarbeiten. Ebene 5 ist schon grenzwertig. Ohne Speer und Bogen und eine relativ starke Rüstung. Eigentlich müsste ich mir erstmal eine Stahlrüstung bauen. Diese Rüstung ist viel zu schwach, die ich habe. Aber dann ist mein Stahl auch weg. Und Stahl ist wirklich ein wertvoller Rohstoff. Hier, meine 90 Eisenpfeile muss ich jetzt verwenden. Ich will diesen Decker nicht. Decker bringt mir nichts. Ich brauche irgendeine Art Speer. Ohne Speer gehe ich nicht runter. Armor. Wut. Ach, Wolle. Wolle. Was ist eine Coin? Holz und Metall. Hat er hergestellt, Schuhe? Ach, nicht Wood, Wool. Und Schuhe. So. 9, 5, 5. Echt, wieso nur 5? Wieso nur 9? Jetzt stelle ich nochmal welche aus Knochen her. Aus Stahl und Knochen. 10? Okay, Stahl und Knochen ist stärker.
Na gut. Bin ich auf jeden Fall schon mal eisengerüstet. Wolle wieder zurück. Steine wieder zurück. So, nur abbauen kann ich halt jetzt sehr langsam. Das Problem ist, ich kann einen Speer jetzt nur aus Stahl herstellen. Das ist jetzt aus Vollstahl. Okay. Oh, der, schön lang ist der. Damage 14. 14. Also jetzt bin ich komplett ein Eisenmensch. Ich bin der Eisenzeit angekommen. Ach, hier liege ich noch 53 drin. Jetzt, wo ich alles aus Eisen gemacht habe. Lol. Da macht nichts. Da war mein Verlust nicht ganz so groß. Macht nichts. So, jetzt gibt es Rache. Ich glaube nicht mehr, dass meine Gegenstände noch da liegen. Jetzt speichere ich erstmal. Dann hoffe ich, dass der Bug jetzt weg ist. Wir haben Tag 48 übrigens. Das ist auch neu gebatcht. Dass da der Tag steht, so nach meiner Erinnerung. Nur halt abbauen kann ich jetzt nicht mehr so ganz so. Oh, 3 Hühnereier, die brauche ich. Hier, die Viecher, die fressen mir die Haare vom Kopf. Ach ja, dieses Spiel. Das war schon 16 Eier. Willkommen in der Eisenzeit. 9 Defense, 5 Defense, 5 Defense. Also nächstes Mal mache ich nur noch diese Knochenrüstung, weil die schützt dann meinen Kopf noch mit. Dann haben wir 10 Defense. Mal sehen, ob die Grafik jetzt wieder buggt. Ach, ich bin falsche Ebene. Hunger hat der immer, das ist der Wahnsinn, was der, wenn er viel läuft und viel pickert, was der da frisst, das ist Wahnsinn. Komm, 14er Speer, komm. Mit Schwert brauchen wir auch nicht zu kommen, man braucht wirklich Abstandswaffen. Schwert und Dolch macht nur Sinn bei den Landschaftstieren. Aber dass ich 14er Stab herstellen kann, hätte ich nicht gedacht. So, jetzt mal ganz konzentriert. Hier unten muss man wirklich aufpassen, Ebene 5.
Am besten sollte man hier unten sich eine Truhe hinstellen. Hier zum Beispiel. Und macht da zwischendurch das ganze Zeug rein, was man abgeerntet hat. Falls da wieder so ein Horst hier kommt. Dann wieder alles wegnehmen will. Da ist es doch eine gute Idee, einfach alles da in der Truhe zu verstauen. Ja, die Länge ist schon, ne? Speer ist geil. Aber meine Gegenstände sind natürlich für immer weg. Aber immer wenn was verloren geht, hat man dann Zeit für Neues. Ich hätte nie eine komplett Volleisenrüstung mir jetzt gebaut mit Handschuhen und Schuhen, wenn ich das jetzt nicht diese Erfahrung gemacht hätte. Jetzt baue ich erstmal den Schwefel hier unten ab. Schwefel ist übrigens ein sehr leicht abzubauender Stoff. Schade, dass ich wieder zu den Steinwerkzeugen zurück musste. Aber die tun nicht weh, wenn man sie verliert. Das nächste Mal in solchen tiefen Untergrund gehe mit Goldwerkzeugen. Dann nur noch. Oh nein, nein, nein! Bleib doch ferne! Warum sind hier keine Steine drin? Genau. Das abgebaute Kupfer will ich jetzt erstmal speichern. Und ich habe hier schon alles ausgeleuchtet, aber Untergrund nützt ausleuchten nichts. Die Viecher spawnen trotzdem wie blöde. Ja. Kupfer und Sulfur reingepackt. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel jede Truhe überall speichert. Oder ob das verloren geht. Wenn nicht, haben wir es ja jetzt erfahren. Aber ohne Speer brauchst du in den Spielen nirgendwo hinlatschen. Der Speer ist absolut essentiell. Das ist neben dem Bogen die wichtigste Waffe. Die wichtigste Nahkampfwaffe. Der Bogen ist die wichtigste Fernkampfwaffe. Na, dann wollen wir weiter mit diesem primitiven Steinwerkzeug arbeiten. Ich habe mich jetzt schon so an diese Kupferäxte gewöhnt gehabt. Naja, schade. Aber bis ich nicht die ganze Truhe voll mit 99er Barren von Eisen habe, brauche ich da jetzt nicht irgendwie und so. Ihr wisst schon. Wird auch irgendwie was aus Eisen bauen. Also ich muss es wirklich, man muss es sich wirklich leisten können zu verlieren. Obwohl ich eine Menge Vorrat hatte in der Essenskiste, ist jetzt ganz schön viel verloren gegangen. Dafür vermehren sich meine Viecher, wie blöde. Und ich habe auch schon wieder genug Fleischvorrat für die nächsten Gesamtnahrungsstellung, wenn ich hier wieder raus bin aus der Höhle. Eine Steinaxt Kupfer abzubauen dauert immer sehr lange. Ich bin wegen deinem Streamzeiten schon oft weggepennt, aber als rein Einschlafstream bist du mit deinen Lautstärken manchmal nicht weiter zu. Ich weiß, ich will ja, dass die Leute wach bleiben. Manchmal brülle ich aber auch unabsichtlich.
Ja, mein Schlafrhythmus ist aktuell scheiße. Ich will den wieder ein bisschen ändern. Ich will wieder ein bisschen eher ins Bett. Drecksnachbarin hat in der Pension heute gesaucht. Also die Tusse, die immer die Pension reinigt. Für die Arschlöcher von die, die in der Pension wohnen. Ne? Wir kennen ja noch das Spiel mit meinen Nachbarn. Ja, Ufo, brauchst nicht lachen. Ich habe ja immer noch Nachbarn. Zum Glück sind es Deutsche Gastarbeiter. So wie man sowas nennt. Und jedes Wochenende kommt die Sonntagsaugen. Das muss diese Missgeburtentrolle natürlich 10 Uhr früh tun. Wobei es bei meinen Schlafzeiten völlig egal wäre, wenn sie es tut, da die sich eh immer ändern. Und es eh immer irgendwann passieren würde, wenn es stören würde. Aber ja, ich hatte letzte Nacht nicht viel Schlaf. Ich war 10 Uhr wieder wach, 4.30 Uhr ins Bett. Könnt euch ausrechnen, wie viel Schlaf ich hatte. Da habe ich noch ein bisschen gedöst, 2 Stunden bin ich aufgestanden. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen grimmig drauf. Ihr seid schuld. Ja, Dr. Snowne, was schaust du? Zum Glück warst du gerade nicht dabei, als ich alles verloren habe, oder? Ich glaube schon. Steinachse jetzt natürlich deutlich. Wir sind schuld. Why? Weil ich immer dem Außen irgendwie die Schuld geben muss. Das habe ich von meiner Mutter so gelernt. Immer ist das Außen schuld. Immer muss immer ein Mensch gefunden werden, der schuld ist. Damit man sich selber ein bisschen besser fühlt. Und dann zur Zeit draußen dieser natürliche Feind des Gamers, die Sonne. Ja, dafür habe ich ja Außenrollos. Also hier bei mir, diesen Feind, den habe ich. Warst du vorhin dabei? Das Rollo hat mich richtig, also es hat mich richtig geblendet. Ich musste vorhin zwischendurch aufstehen. Hat aber, glaube ich, nur Tobel im Stream. Als das war. Ja, das ist wirklich ein Feind. Oh, bin ich etwa auf Metall gestoßen? Sieht so hell aus. Jawoll! Der natürliche Feind des Käfers. Ich liebe es. König Rollo, genau. Außenrollo, leider nur aus Plaste. Sehr, sehr, sehr empfindlich. Ich hätte mir gerne Alu-Rollos gewünscht. Ich habe leider nur Plaste-Rollo. Da muss man sehr vorsichtig sein beim Rauf und Runter machen. Die gehen sehr schnell kaputt. Ja, jede Menge. Metall. Problem ist, dass es mittlerweile ein schöner Yank hier unten ist. Ich muss mal ein paar Seitengänge machen. Weil es ist wirklich. Hallo, Speedbull! Speedbull, die Gegner sind schon auf Ebene 5 unmöglich. Ich möchte nicht wissen, wie du in Ebene 13 zurechtkommst. Unmöglich, diese Insektoiden-Gegner. Die haben mir gerade Unmengen an Kupfer gestohlen. So 100 Stück oder so. Tausende Pfeile, alle weg. Tausende Spitzhaken, alle weg. Die Pfeile und die Spitzhaken waren alle aus Kupfer. Ich habe bestimmt ein 99er Stack Kupfer verloren. Echt ätzend. Und jetzt packe ich das immer alles in Kisten, damit es ja nicht verschwindet. Hey, das ist ja Silber. Ich habe das gerade für Eisen gehalten. Okay, das ist also Silber. Ja, Eisen wäre mir ehrlich gesagt lieber. Ich kann mit Silber wenig anfangen. Seitdem packe ich das jetzt alles in Kisten. Weil die Gegner sind nicht ohne hier unten. Und Silber
Und Schwefel gibt schon auf Ebene 5 Speedboy, habe ich herausgefunden. Hab schon einmal weiße Schwefel gefunden und natürlich auch Silber. Gerade eben zum ersten Mal. Freuen, hab gerade Silber gefunden. Huhu. Ich habe eine Volleisenrüstung hier übrigens. Volleisenspeer. Bin ganz schön beeisend. Warum? Weil sie mir das ganze Kupfer geklaut haben. Habe ich alles aus Eisen gebaut. Haben sie nun davon und bin ich stärker. Das Vieh habe ich gefressen, ja. Seht ihr, das hat mir gerade über die Hälfte Energie geklaut. Trotz dieser super Rüstung. Merkt ihr, die Spannung ist kaum rauszuhalten. Ja. Na, da unten gibt es aber noch mehr Rohstoffe. Ja, aber die Gegner sind mir auf Level 5 schon zu schwer. Ich brauche noch stärkere Rüstung. Weißt du, wie man, woher man Handschuhe kriegt, die stärker sind als 5? Und Schuhe. Eine Rüstung weiß ich schon. Das kriege ich mit dem Knochenbaukasten hin. Kriege ich schon eine Rüstung von 10 her. Das ist nicht schlecht. Aber ich hätte das andere beide gerne auch noch als 10. Ich will sagen, da unten traue ich mich noch nicht hin. Bei Ebene 5 schwitze ich ja schon Blut und Wasser. Wobei ich jetzt von der Länge her sagen muss, dass Ebene 5 auch wirklich so ein bisschen ausgereizt ist. Ich weiß jetzt, dass ich manchmal Schwefel und Silber, wenn auch in sehr geringen Mengen, schon auf Ebene 5 herstellen, glaube ich. Ja, das weiß ich. Aber wie? Wo? An welchem Tisch? Mit welchen Materialien? Im Moment ist Eisen das stärkste Material, was ich habe. Und du kannst weder Speere, noch Handschuhe, noch Schuhe. Kannst du alles nicht am Knochentisch herstellen. Und ansonsten hast du nur den Amboss. Und das, was der Amboss hergibt, habe ich alle schon. Hast du schon NPC drauf gefunden? Nein, noch nicht. Aber dafür schon den Boss besiegt. Hast du mein Dings erhalten? Mein Link? Ich glaube, ich hatte ja Link. Den Boss habe ich schon besiegt, aber nö. Sonst habe ich noch Orange gefunden. Ihr dürft ruhig alle mein Video liken, wo ich den Boss besiegt habe. Wäre ich euch sehr dankbar. Das wäre das am meisten geguckt und am meisten liked das Video meines Drittkanals. Und habt ihr schon das neueste Video meines Zweitkanals geguckt? Muss ich auch nochmal darauf hinweisen. Da war ich nämlich spazieren. Dem größten Feind des eines Gamers in der Sonne. Ufo, hast du schon gesehen, falls du noch nicht eingepennt bist? Aber Ufo spielt, glaube ich, Kepler im Hintergrund, der dürfte noch nicht eingeschlafen sein. Ach jo, herzlichen Glückwunsch, danke! Du hast das Video schon gesehen, Ufo? Warum hast du nicht kommentiert? Mensch, ich habe in dem Video verkündet, dass ich jetzt vollständig bin in meinem Zweitkanal, meine ich. Bitte liked mal auf meinen Drittkanal, das hat echt wenig Likes. Ich habe gerade noch an mein drittes Emoji rumgepixelt. Ah, dein Kanal, okay. Cool, hier ist Eisen. Wie schon gesagt, Ebene 5 muss ich langsam aufgeben. Weil der Gang einfach zu lang ist.
Sehe, warum hast du eigentlich noch keine Sub? Weil es kein Aas juckt. Ich habe so wenig Zuschauer, so wenig Nachfragen. Und generell so wenig bringen sich die Leute hier ein und so wenig Spenden, das lohnt sich hinten und vorne bei mir nicht. Ich bin nicht mit UFO vergleichbar oder so. Frag mich mal, wenn ich so 1000, 5000 Follower habe. Und wenn mich jeden Tag jemand danach fragt und sagen würde, ja, ich wäre bereit, einen Sub zu machen, dann würde ich, ne? Aber die Leute, die sich bisher nach einem Sub erkundigt haben, das ist so pro Monat einer, du bist jetzt der eine für Monat Mai, der mal nachgefragt hat, die waren alle nicht bereit, als ich dann gefragt habe, wärst du denn bereit, auch einen Sub zu bezahlen, dann sagen sie alle, nö. Dann sage ich mir, na gut, warum hast du überhaupt danach gefragt? Also, UFO hat einen Start- und Endstream-Overlay. Was von Dingen? Ach ja, das kenne ich. Was, worauf wird sie hinaus? Diese Aussage? Nein, nein, nein. Genau, hier unten war ja das Eisen. Na, sowas wertet ein Stream auf, gehe ich mal von aus. Glaube ich nicht so recht dran. Man so viel Schnickschnack einbinden und kein Aas interessiert, das ist meistens echt nur der Charakter des Streamers, der Leute anlockt oder Leute dazu motiviert, dem Streamer irgendwas zu geben. Junge, hier ist auch vier Eisen auf einmal. Ist richtig schwer abzubauen. Das ist alles Eisen. Nee, aber ich mache auch keinen Sub, vierte ja die Suppen, die ich gut finden würde. Das heißt, du findest mich nicht gut, das ist erstmal sehr nett. Ja, wie schon gesagt, solange keiner nach Sub fragt und den auch wirklich machen will. Ist mir das zu kompliziert einzurichten, ehrlich gesagt, bin ich zu faul für sowas. Das muss wirklich sich lohnen. Und bei meiner Zuschauerzahl, mein Gott, das habe ich ja manchmal stundenlang null Zuschauer. Wenn ich das Geld hätte, würdest du es machen. Das ist lieb. Ah ja, so ist das. So, weil sie mich jetzt mal ausschlecken können. Lass ich das, ja, war es jetzt mit Ebene 5. Ich bringe jetzt alles zurück. Hier, die Viecher von Ebene 5. Echt nervig. Ja, es ist ungefähr wirklich so. Einmal im Monat fragt jemand. Und diesen Monat warst du es. Letzten zwei Monate bin ich bei 7 Days to Die, hatte schon mal einer nachgefragt. Und vor den zwei 7 Days to Die Monaten hat auch schon mal einer gefragt. Auch keiner wollte dann bezahlen. Sonst hätte ich vielleicht mir mal durchgelesen. Was tut man nicht alles für Geld, Mensch? Aber so bin ich zu faul. Hier eine Holzpuppe ist, das sieht aus wie so eine Mumie, so ein bisschen. Kann man noch was anziehen. Lol. Eine Rüstung draufhängen wie bei Minecraft. Hier Schwefel, zack, zack. Ja, wenn sie sagen, Ebene 5 hat nicht mehr Materialien gekostet, als sie gebracht, ist auch nicht ganz so. Es hat mir hauptsächlich Schwefel gebracht, eine neue Bank. Und auch mengenmäßig war es nicht ohne. Also Ebene 5 hat mir viel gebracht.
So, der ist nur am Verhungern. Ja, jetzt ist er satt. Habe ich schon zu fressen. Bei allen, die ich gut finde, aber leider habe ich das Geld nicht. Musste heute schon für 10 Euro tanken und kein Geld mehr für den Monat. Das kenne ich. Ich bin auch so jemand, der einen 55-Liter-Tank 10 Euro reinknärt und der Tankanzeige rührt sich nicht. So, das kenne ich. Also ich habe auch ein riesen Auto und kein Geld für Benzin. Das ist schrecklich. Ach ja. Mein Auto hat eine 2-Liter-Maschine. Das schluckt so 14 Liter auf 100 Kilometer. Und 10 Euro, das ist und so, ne? Hier ist es übrigens Eisen. Markiert Eisen. So sieht Eisen aus. Vier, eben drei, eben zwei, eben eins. Ja, da draußen bin ich mit meiner Rüstung natürlich Gott. Alter. Muss man ein paar Viecher töten hier. Vermehren sich nämlich zu stark und wenn man zu viele Viecher hat, fressen sie zu viel. Das ist Silber. Das da oben in der Ecke? Nee, das ist Eisen. Silber ist noch heller. Ich habe das vorhin in der Ecke abgebaut. Das war alles Eisen. Diesen einen Block habe ich dann stehen lassen. Und ich habe auch schon Silber abgebaut. So, das sind doch mal leckere Mahlzeiten. Du alte Sau, du! So. Sadistisches Bier, hä? Ja, das habe ich für UFO fotografiert. Ich habe sogar einen Download-Link mit Zoom gemacht. Damit man sieht, wie Eisen und so. Und ich auch mal prüfen kann, wie Eisen und so aussieht. Fressen alle oder Haare vom Kopf? Dabei will ich euch eigentlich fressen. Was für ein sadistisches Game. Ja, und gebt mir mal schön eure Wolle. Sag mal, gibt es auch Schafe in dem Spiel? Hä? Okay, fürs Abhauen die Zauber. Das lasse ich nicht durch. Ja, schmal die Wolle. Ah ne, den Schleimhaufen kann ich gleich mit verarbeiten. Schleimhaufen drin. Ja, das ist Eisen und das ist Silber. Dauert jetzt eine Weile. Na, immer das liebe Geld. Alle wollen es und keiner hat es. Ja, so ist das. Ne? Es gibt auf der Welt aber eigentlich genug Geld. Man muss es nur besser verteilen. Am besten in meine Tasche. Das wäre eine ordentliche und faire Verteilung. So theoretisch kann man sich ja nur von Eiern ernähren. Das heißt, man muss eigentlich keine Viecher mehr töten. Das wäre völlig ausreichend, wenn man die ganze Zeit nur Eier frisst. Aus Eier kann man sich nämlich Kuchen machen, macht genauso satt. Ist mir gerade mal so durch den Sinn gekommen. Man kann sich in diesem Spiel ausreichend vegetarisch ernähren. Dreck dann weg. Da können wir mal 37 davon herstellen, so lange. Vielleicht sollte ich mir wie in Minecraft vielleicht auch mehrere Öfen basteln. Das dauert immer sehr, sehr lange zu weilen. Ja, vor allem in meinem Autotank will man das liebe Geld. Das ist echt nicht ohne.
Na, da sag ich nein mit dem überflüssigen Geld. Gerne in meine Tasche. Okay, einigen wir uns auf unsere Taschen. Das überflüssige Geld soll unsere Taschen. Das ist doch ein fairer Deal, Mensch. Mir kann man immer faire Geschäfte machen. Nein, immer. Ach, UFO. Du bist stinkenreich. Du weißt schon nicht mehr, wohin mit dem ganzen Geld. Du bist doch erfolgreich als Krankballe. Das zählt jetzt echt nicht. Also mal halblang hier. Du angeblicher Wassersuppenesser. So läuft. Ufo ist nämlich gar kein Wassersuppenesser. Der schummelt. Der macht sich nachts immer heimlich eine Mohrrübe in die Wassersuppe hinein. Das hat unser einer nicht. Wir machen da immer Wollmäuse mit ins Wasser, die wir auf dem Fußboden finden. Mit der Hoffnung, ein paar Proteine aus Staubmilben herauszupressen. Aber Ufo kann sich die ganze Mohrrübe leisten, die er im Nachbargarten klaut. Ist keine reine Wassersuppe. Da versteckt sich eine Mohrrübe drin. Ich hab's genau gesehen. Holy, spioniert dich doch immer aus nachts und sitzt wie ein Gargoyle auf deinem Bett. Hat mir das alles erzählt und hat Fotos gemacht in 4K. Aber gut, dass mein Vater immer einen vollen Kühlschrank hat. Ja, das ist eine schöne Sache, ne? Mein erstes Silbererz. Leute, hier ist er los. Zuerst einmal hier die Kiste. Zack. Oh, fast 90. Man kann fast Pfeile wieder draus machen. Jetzt muss ich wieder ernten. Man könnte echt einen zweiten Mitspieler brauchen, der die ganze Zeit Ernte für einen betreibt, während man selber im Untergrund da Dinge macht. Einer erzt, einer erntet und füttert die Viecher, weil die fressen. Die sind nur am Fressen, diese Viecher. Das ist doch Wahnsinn, was die so fressen. So, dann hebe ich mal 30 auf. Jetzt mache ich noch was aus Eiern. Passt mal auf. Fresse ich mir erst mal richtig satt. Jetzt mache ich 19 Kuchen herstellen. Und was Geiles habt ihr noch nicht gesehen. Hier. Das Ding heißt Pie. Sieht das nicht hammerhart aus? Pie auf einem Holzbrettchen. Ich mache mir mal ein wenig Wasser warm. Heute mal mit ganz wenig Salz. Ja, du hast wenigstens Salz. Andere wünschen sich bitte. Salz, das hat nicht jeder. Du müsstest vor Glück schreien. Silber, 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 Barren, Juhu, ich freue mich so. Fressen wir uns erstmal richtig satt an dem Pie hier.
American Pie. Hi. So. Erstes Silber. Ja. Wir haben Silber. Freuen. Schreibt alle Freuen in den Chat. Und Ufo, hast du das Programm schon getestet? Ja, zuerst Möhre und jetzt Salz. Jetzt schmeckt die Suppe auch noch nach was. Eine Frechheit. Und meiner einer ist nur Wassersuppe. Was war das da rechts, so eine Werkbank? Normale Werkbank, Amboss, Knochenwerkbank von den Goblins, Schwefelwerkbank, also Firework-Werkbank, aus Schwefel gebaut für Shotgun. Welche meintest du? Die Knochenwerkbank, die sehr unästhetisch vom Nahen aussieht, sehe ich gerade. Oder die aus Kupfer gefertigte Schwefelwerkbank. Danke, bitte. Hier. Gunpowder, Shotgun, Musketen, explosive Pfeile, Kugeln, alles damit machbar. Und herstellen tut man die hier. Aber man braucht halt als Material Schwefel und Schwefelfinsterste in Ebene 5. So. Und hier kommt jetzt I Proudly Present ganz frisch dazu. Silber! Ich weiß noch nicht, was man damit so macht. Silberpfeile stelle ich mir nicht sehr stabil vor. Aber wir haben es erstmal. Und Pie, lecker American Pie. Und jetzt gehen wir die Viechter füttern, damit die sich wieder vermehren, die Missgeburten. Ohne Futter vermehren sie sich nicht, die Missgeburten. Warum? Weil es Missgeburten sind. So genug Tiere beleidigt. Ich wollte wieder Holz abhacken, aber ich sehe hier, die wachsen nicht so schnell nach. Ich habe auch kiloweise Holz verloren, dadurch, dass ich unterirdisch gestorben bin. Das war echt nicht schön. Aber wie schon gesagt, mit Ebene 5 bin ich durch. Jetzt bin ich Ebene 6. Wollen wir heute noch Ebene 6? Könnt alle mit abstimmen. Wollen wir heute noch uns Ebene 6 widmen? Ja oder ja? Ich meine, ich könnte mir ja schon einen Shotgun bauen, aber ich traue mich noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, was uns auf Ebene 6 erwartet, aber Ebene 5 ist der Gang mittlerweile eindeutig zu lang. Ja, juhu. Okay, so wie ich abgeerntet habe. Muss ich erst noch mal ein paar Pies herstellen, andere Gerichte, die mich stärker machen. Man kann nämlich Frucht machen. Wenn man Frucht macht, dann kriegt man Medipacks sozusagen, ohne dass man Nektar braucht. Habe ich selbst herausgefunden. Ebene 14, nein, das kannst du knicken. Ebene 6 ist auch dran. Ich kontrolliere jede Ebene, mache ich einen langen Gang, bis sie mir nicht mehr nützt. Und Ebene 5 hat mich wirklich mit Schwefel und Silber beglückt. Ich bin der Ebene 5 sehr dankbar. Hätte ich die Ebene 5 nicht komplett erforscht, hätte ich das nie gewusst. Da seid ihr sprachlos. Ich habe Durst. Ich glaube, ich werde meine 5-minütige Pause nach den Abernten einlegen und erst mal was Leckeres trinken. Ich werde trinken Omis Landsaft von Rewe Bio. Unendlich gesund. Fleischversorgung auf dem Grundstück ist ein Muss. Ja, Ufo, und bei dir habe ich mich gefragt, das war ja entsetzlich mit anzusehen. Warum ziehst du nicht als allererstes eine Steinmauer? Am Anfang sofort Spitzhacke, Stein abbauen und eine riesengroße Steinmauer ums Gelände, damit dir nicht Wildschweine deine Basis abreißen. Das war ja Wahnsinn, dieser Wildschweinboss, den du da mit der Hand eine Stunde verbrüchert hast. Keine Wassersuppe. Die UFO ist ja immer Fleischimitatersatz mittlerweile. Kann ich jedem nur empfehlen, von der Firma Like Meat. Hm? Genau, hier muss ich mich hinstellen. Wenn ich mich da hinstelle, kann ich 5x5 abernten, ohne mich zu bewegen. Na, nicht jetzt.
ziehe nur vom Feinsten. Der kauft nur teures Zeug. Ja, aber nicht von meinem Geld. Denn ich habe keins. Ich mache das trickreich. Das ist etwas anderes. Hat sogar eine Du hast es herausgefordert. Du hast es herausgefordert. Hier, hier, guck mal. Hier, hier, hier. Hier, guck. Guck, hier, guck. Guckst du hier? Guckst du hier? Hier. Das ist pures Gold. Du Null! Da verdankt er nur für 10 Euro. Das stimmt. Wenn ich von meinem Geld danken muss, danke ich nur für 10 Euro. Wenn ich von dem Geld anderer danke, danke ich so viel, wie ich krieche. Diese Goldkette ist ja finanziell gesehen auch wie Witz. Jetzt könnten die Leute, die mir zuschauen, denken, ich hätte Geld. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Kette habe ich von meinem Vater zum 10. Geburtstag geschenkt bekommen. Die hat er für 5 Cent in der Türkei gekauft. Da war ich 10. Die hat er mir zum Geburtstag geschenkt oder so irgend sowas. Die war 10-mal billiger, als wenn man hier in diesem Land Gold kauft. Aber es ist wirklich aus echtem Gold. Sonst würdet ihr nicht schon Jahrzehnte durchhalten. Das ist eine echt, es ist aus echten Türkei vom Laster gefallen, wisst ihr? Und jetzt denken die Leute, ich hätte Geld und sie müssten nicht spenden. Ach übrigens, wenn ihr auf die Spendenanzeige guckt, das ist eine Fake-Spende, das ist kein wirkliches Geld. Es gibt da so einen User namens Manik, Manix, der spendet bei mir immer Fake-Spenden. Ich kann im PayPal-Konto nachgucken, ist nichts drauf gelandet, der macht immer mal Fake-Spenden. Hat das letzte Mal 50 Euro Fake gespendet und das ist jetzt auch eine Fake-Spende. Also ignoriert das die Anzeige, mir hat keiner Geld gespendet. Ich bin immer noch ein armer Sack, der sich von Wassersuppe ernährt, ohne Salz und ohne Möhren. Ja, da lacht er in der Kette. Ja, das ist die Geschichte zu der Kette. Augenklappe könnt die Spenden erhöhen. Das ist eine gute Idee, ich werde eine Augenklappe besorgen. Also ich bin wirklich eine arme Sau. Ich habe kein Geld. Bitte lasst mal ein paar Spenden hier, ein paar richtige. Damit ich mir ein Moped-Schild leisten kann. Der Witz ist ja, dass sie aus sämtlichen Tankstellen 1:50 genommen haben und ich mittlerweile bei eBay mir Öl kaufen muss, um Öl ins Benzin zu kippen, damit ich mir 1:50 für mein Moped selber herstellen kann. So arm dran bin ich mittlerweile. Ich kann mir nicht mehr ein Moped-Schild leisten. Oha, wer macht denn sowas? Wer macht was? Kontext, ich habe gerade so viel erzählt, ich weiß jetzt nicht, worauf sich das bezieht. Am besten 2 Augenklappen. Genau. Und noch ein Hörgerät. Und noch eine Glatze. Fake-Spenden. Ein User namens Mannix. Das wird richtig in Tippi als Spende eingetragen. Aber in Tippi steht ein anderer Wert als hier um der Ecke. Und bei PayPal ist nix. Und noch ein Holzbein. Wisst ihr? Und noch 2 Krücken neben dem Sofa. Und eine Gips um den einen Arm. Kann ich kaum die Maus noch bewegen. Und ein zerrissenes T-Shirt mit Dreckflecken. Und sagen, ich kann mir nicht mal eine Waschmaschine leisten. Ohne Metallnaht. Ohne günstigen Darmausgang hier daneben legen, eine Kamera draufhalten. Und ein Rollstuhl, der neben den Krücken steht. Die Krücken sind nämlich nur dazu da, damit ich mich aufstützen kann, um vom Sofa zum Rollstuhl zu kommen. Am besten noch eine Ganzkörperbandage, na selbstverständlich. Und noch eine dritte Augenklappe. Irgendwohin.
Ebene 6, Ebene 6. Ja, ja, so wie ich was, so wie ich Omis Landsaft gedruckt habe. Nur mit der Ruhe. So, jetzt haben die Viecher doch erstmal alle was zu fressen. Jetzt können sie sich wieder kräftig vermehren. Ebene 6 kommt doch noch, habe ich gesagt. Wahrscheinlich das letzte, was ich dann heute tue. Was ist das? Aquarme? Das Spiel hier? Wie unaktuell modern bist du denn? Das ist der neue Hype. Ich weiß nicht mal, was Ark ist. Das ist das neueste Game auf dem Markt. Da hinten der Hut, das streamt jeder, sogar Gronkh. Das ist das geilste Spiel ever. Es kam am 24.04. raus und jeder spielt es. So, jetzt mache ich noch ein paar Fruits. Was hat das mit Ark zu tun, Antje? Zieh die Haare vergolden. Könntest auch weglassen zum Sparen. Genau, ich habe hier goldenes Haar. Das ist das Blattgold. Das leiste ich mir immer vom Spenden. Wenn ich am Sonntag auf den Jahrmarkt gehe und mich als Bettler verkleide, da leiste ich mir das Gold. Ich habe ein wunderschönes goldenes Haar. Ja. Und vom Bart bleibt immer eine rote Farbe übrig. Das ist schrecklich. Musst du wie der eine Twitter machen, der mit dem Rollstuhl gestreamt hat und nicht laufen konnte und eines Tages einfach aufgestanden ist und weggegangen ist. Wunderheilung. Na, viele, viele Tierchen. Ach so, nee, das ist nur mein Essen. Wie bei Minecraft. Im Grunde genommen ist es so eine Mischung aus Minecraft und Seven Day to Die. So. Ja, Fruit Jam. Kriegt man Medizin ohne dass man Nektar braucht. So, jetzt sehe ich erstmal Speichern. Und dann mache ich die Vollkamera rein. Dann trinke ich euch Omis Landsaft vor. Und speichern. Twitcher meinst du? Achso, nicht Twitter. Ja. Es war wohl wahrscheinlich ein Versehen, dass er aufstehen konnte. Hä? Er hat nicht dran gedacht, dass er vor der Kamera ist. Ja, ja. Ist nicht schlecht, den Arm zu mimen. Du brauchst mich nicht. Ja, ja, Antiker, ich weiß, ich sehe auch schon so abgefrackt aus, ne? Ich brauche mich gar nicht verkleiden tun. So, jetzt lasst doch alle meine Spende, Realspende hier. Wenn jeder nur jeden Tag 1 Euro spendet, dann kann ich mir mein Mopedschild leisten. Ich bin der glücklichste Mensch auf dem Planeten. Dann drehe ich 1 Million Moped-Videos für euch. So, was haben wir jetzt Schönes? Jetzt mache ich mal die andere Cam an. Ups, das war der falsche. Und trinkt eine Runde Omis Landsaft für euch. Oh, kurz das Mikro aus, bin gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Könnt ihr mich alle sehen und hören und riechen? Wie ihr seht, ist meine Couch schon ganz zerrissen. Ich bin wirklich armer Dreckspenner. Ihr müsst jetzt spenden. So. Was schreibt denn ihr? Das ist Silber? Nee, Moment, das war viel zu weit zurückgelassen. Oder der Japaner, der seine Wohnung abfackelt. Den kenne ich, der ist doof. Hat dicke Goldkette und trinkt Markensäfte. Richtig reicher Typ, dieser Ziel. Ja, alles nicht auf meinem Mist gewachsen. Hier, das ist. Ich verkrafte keine spritzten Obste mehr. Da kriege ich Kratzen im Hals. Deswegen empfehle ich euch Omis Landsaft. Könnt ihr sehen? Das gesündeste Getränk ever. Selbstverständlich, im Glas. Bio-Apfelsaft, Naturtrüb, Direktsaft von der Firma Omis Landsaft. Natürlich nicht pur, sondern, weil man ja gejählt hat, halb mit Wasser vermischt. Wie ich es immer mache. Und dazu nehme ich immer ein Glas von Mutti. Jetzt gibt es Social Drinking. Noch Fragen? Oder alleine schlafen? Social Drinking, ja. Aus einer Mutti-Flasche. Der italienischen Firma Mutti. Social Drinking. XX, ach nee, ist ja kein Saufstream. Ein Social Drinking. Social Eating. Kann ja jeder. Aber wo gibt schon Social Drinking? Wo trinkt man schon solchen Saft aus solchen Flaschen? Das ist einmalig. Das muss man erst mal herstellen, sowas. Omi und Mutti sind die Besten. Er spendet. Ja. Mein lieber Freund Tweak and Friends. Das ist auch so ein netter Mensch. Nee. Du hast so einen netten Kommentar unter meinem Video und jetzt einen Euro. Da muss ich lieber erst dreimal nachgucken, ob das auch real ist. Das mache ich, wenn ich wiederkomme. Jetzt muss ich erst einmal umswitchen. Und ich sage mal, bis gleich geht's weiter. Tüdelü.
So, laut meinem PayPal-Konto war das mit dem 1 Euro auch eine Fake-Spende. War nicht anders zu erwarten. Ist ja nicht ein netter Mensch, dieser Tweak in Friends. Mensch, ja, dann mal beste Freunde hier. So, dann wollen wir mal weiterspielen. Das hat ein schönes geschrieben. Ich habe auch einen netten Text unter einem Video geschrieben. Welches? Ufo, wie viel bekommst du? Über Gebühren, Urheber, nichts. Nein, das ist Werbung für mich. Wie wäre es, wenn wir ihn verklagen? Kommt der Zier hat einen Goldkette und trinkt Markensaft, das hat man schon gelesen. Er hat um Erlaubnis gefragt. Nein, das war keine Fake-Spende. Da gucke ich morgen nochmal, ob es angekommen ist, Antiker. Wenn es morgen nicht angekommen ist, ist es eine Fake-Spende. So, normalerweise ist der PayPal aber richtig schnell mit dem Anzeichen. Aber das kriegen wir noch hin. So. Problem ist, dass man der Tippi-Anzeichen nicht klauen kann, weil ich hatte gestern auch schon eine Fake-Spende. Von einem anderen Typen. So. Wir werden sehen. Dann gucken wir morgen nochmal. So. So, jetzt machen wir auch mal weiter hier und gehen noch schnell auf Ebene 6.
Ein Diss war es sowieso, das weiß ich. Dass es ein Diss war. Ob es fake war, erfahren wir dann morgen. Hast du auch den richtigen PayPal-Konto angegeben? Ja, selbstverständlich. Wir haben schon hunderte, tausende, Milliarden Leute gespendet. Kam immer an. Du, erstens war es kein Fake-Spend. Dann sag mir mal, wie man mit Kreditkarte ein Fake-Spende machen kann. Das musst du mir mal klären, du Schimpanse. Schon mal was von Verarbeitungszeit gehört? Du, das ist mir sowas von scheißegal, weil du bist eh alles andere als nett. Ach ja. Ah. Eine nette Person, dieser Mensch. Nee. Du. Ja. Tiger, nennst du mich jetzt auch noch Schimpanse? Oder war das nur die Wiederholung? Was wollte ich denn jetzt? Schipper. Video. Naja. So ein Lachen über diesen Ausdruck. Okay, ja. Tweak and Friends hat immer solche Ausdrücke. Mir gegenüber, weil er mich so sympathisch findet. Ja, ich weiß. Ne, Ebene 5 nicht. Jetzt müsste die Schippe kaputt sein. Ne, hält immer noch. Jetzt kommen wir auf Ebene 6. Ah, du Harry Potter, du kannst mich mit deinen Bannen ärgern, eher nicht. Ich finde lustig, mich kannst du damit nicht triggern. Du kannst mich so oft bannen, wie du willst. Ich komme immer wieder, mich kannst du nicht aufhalten. Ich banne dich nicht, um dich zu ärgern, sondern weil es keinen Sinn hat. Ich brauche ein paar Steine. Ja. Steinkiste war hier.
sonst nicht so einen Stusslaber und Kritik ertragen. Schön und gut, aber wenn man nur ins Mikro brüllt und so einen Kram, kann man das anscheinend nicht. Wenn dein Hobby ist, Accounts zu erstellen, dann mach halt noch ein paar. Ich mag die Bannfunktion. Ich drücke gerne auf den Knopf. Eisen gefunden. Eisen auf Ebene 6 und sehr harte Gegner. Eins, zwei. Zack. Jetzt buddeln wir schon mal zu Ebene 7, aber wir gehen heute nicht mehr auf Ebene 7. Buddeln nur. Ebene 6. Und ich habe keine Fackeln mehr. So ein Mist. Habe ich noch Kohle? Bisschen. Kein Holz mehr. Scheiße. Das nenne ich mal unvorbereitetes Vorgehen.
Ich hab's hingekriegt. Die Ebene ordentlich markiert. Ja, viel weiter kann ich nicht buddeln, weil ich habe ja eh nichts. Keine. Hol alles aus, habe ich alles verloren im Gang Nummer 5. Jetzt muss ich ja schon wieder an der Oberfläche Rasen sammeln. Auf jeden Fall sind da noch die Insektoiden. Holy! Ich bin auf Ebene 6. Ist das nicht schön? Ui, ui, uleli. Mal kurz ein Skype antworten. Eier für Kuchen. Frag noch, Holy. Lies den Kommentar unterm Knusperbär-Video. Das ist nur einer von mehreren Texten, die auf diese Weise sind. Dann weißt du es ganz genau. Geh zu meinem Schokos-Video und lies dort den Kommentar. So, zack. Und ich koche mir wieder Kuchen, lecker Kuchen. Kuchen müsste auch die Gesundheitsanzeige füllen. Deswegen ist Kuchen ein cooler Mix. Lecker Kuchen. Zack. Ja, Kuchen macht tatsächlich beides voll. Kuchen ist geil. So. Was wollte ich jetzt noch? Genau, Ernten aus, noch nicht nachgewachsen, scheiße. Der Chat erzählt auch einiges. Ja. Wenn du das gelöscht lesen kannst. Knusperbär best, ja. So. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend. So wie beruflich und privat. Nein, Antiker. Tweak hatte mich schon vor langer, langer Zeit in UFO-Chat angegriffen. Da war noch nichts mit YouTube und da brauche ich es auch nicht zu trennen. Außerdem wurde Tweak hier mit seinem neuen Account jetzt gebannt wegen jedem Wort, was er so geschrieben hat. Das ist, hat mit YouTube nichts zu tun. YouTube ist nur ein Beispiel. Guten Abend, Carlo Lino. Ich habe das Gelöschte gelesen. Ja, ne, siehst du. Geht doch, Holy. Trennst du eigentlich Müll? Was ist denn das für eine komische Frage? Wie kommst du jetzt auf diese Frage? Vielleicht beantworte ich sie, wenn ich den Hintergrund erfahre. Wo meintest du, sollte ich die Kommentare lesen? Holy, ich habe nur ein Knusperbär-Video gedreht.
Was du übrigens kommentieren und liken solltest, falls du dich noch erinnern kannst. Jetzt fragst du, welches Knusperbärbiet? Wegen privat vom beruflichen trennen. Ich verstehe nur Bahnhof, Antiker. Wann habe ich jetzt was vom privaten und beruflichen trennen gesagt? Ich kann dir nicht ganz folgen. Naja, du hast den Link zu der Werbung und zwei weitere. Der Link, der hier immer auftaucht im Nightbot, ist der, der zu meinem Video führt. Hier einfach auf meinem Hauptkanal. Ich kriege eine Krise, Holy. Letzte Video. Ja, in Motto Holy, besser ist es. Holy, eigentlich müsst du ja mal ein paar Bands verhängen, würde mir Arbeit ersparen. Wollte einen komischen Themenwechsel anregen, der aber nicht wirklich Sinn macht. Also ja, ich trenne Müll. Aber was hat das für eine Relevanz für irgendwen? Trenne sogar sehr gut Müll, würde ich nicht trennen, würde meine Mülltonne überlaufen. So, wir brauchen Holz, Holz, Holz. Puh, Holz wird auch immer weniger. Ah, jetzt junken die Früchte wenigstens schon ein bisschen. Also ich rede von meiner Realsatire. Eh alles verbrannt, was meinst du? Stimmt, davon habe ich auch schon gelesen. Das was in eine schwarze Tonne kommt, verbrennende Müllform. Das, was in einen gelben Sack kommt, verbrennende Fabriken als Treibstoff. Der Unterschied ist, meine Mülltonne ist begrenzt und muss bezahlt werden. Gelbe Säcke sind unbegrenzt, kann ich 20 vor der Tür stellen und müssen nicht bezahlt werden. Und das macht Trennung sinnvoll. Ein Glascontainer ist auch noch sinnvoll, finde ich. Weil ich ja alles im Glas kaufe, was im Glas zu kaufen ist, was möglich ist. Wir werfen immer weniger Eichen ab, habe ich festgestellt. Ich kriege weniger Eichen raus als Bäume. Wahrscheinlich muss ich sie länger wachsen lassen. Ist mir mal so aufgefallen. Senfgläser eignen sich auch hervorragend als Gläser. Das stimmt, das stimmt. Die neuen nicht mehr. Ja, das stimmt auch. Ja, ich kriege nicht mehr genug Eichelsamen zusammen. Das ist echt schrecklich. Es hat sich gelohnt, dass ich die aufgehoben habe. Gab mal welche mit Henke. Stimmt. Zwei Stück davon habe ich noch. Die waren so dick und hatten so Dellen ringsherum. Richtig schön verziert. Liebig. Halb Liter Gläser. Richtig schöne Teil.
Mit Henke hat Vater auch immer behalten, ja. Die behalte ich bis zum heutigen Tag. Alle Gläser unter einem halben Liter kann ich eigentlich wegschmeißen. Passt nicht drin. Alles kleinere ist ein Witz. So, die Eiche kommt dahin. Oh, jetzt kommt wieder eine Holzvorrat. So. Ja, und da ich so gut wie keine Frage mehr habe, wobei. Müsst ihr noch 99 haben, ne? 69, na gut. Dann kann ich jetzt doch wieder in den Untergrund gehen. Muss auch vorher noch schnell ernten. Meinen Ofen nachfüllen und Tierfutter. Ja, die mit Henke, die waren fantastisch. Das waren Zeiten. Von welcher Firma waren das? Kennt ihr die mit den Dellen? Die Firma war Henke. Okay. Echt ewig her, das ist ja. Wie lange ist denn das schon her mit den Henke-Dingern? 15 Jahre oder länger? 90er, Jahrtausendwende rum? So habe ich das, ist also die Dinger. Die, ja. Und die Gläser habe ich heute nur noch, weil sie so dick waren, sie halten. Also wenn die runterfallen, gehen die nicht unbedingt kaputt. Wenn die nicht auf knüppelharten Fliesen, Fußboden knallen, sondern auf den Teppich oder einen etwas weicheren Holzboden, da halten diese Gläser. Lange, ja, das stimmt. Das ist schon eine Weile her. Ich habe bis zum heutigen Tag noch, habe ich bis heute noch nie einen kaputt gekriegt. Ich mag die französische Firma Schnabeltasse. Hallo Horatius, wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Schnabeltasse? Oder ist das jetzt ein schlechter Gag von dir, den ich nicht verstehe? Oder ist es ein guter Gag von dir, den ich nicht verstehe? Hier, Horatius, das, was ich spiele, ist das neue Seven Days to Die. Bloß besser. Im Zelda-Look. Dein Humor ist aber auch gut hier. Jo, danke. Wann habe ich eigentlich den letzten Scherz gemacht jetzt hier gerade? Oder war das jetzt allgemein bezogen? Dann kann ich dir, Horatius, mein neues Satire-Video auf meinem Hauptkanal empfehlen. Klick hier auf den Nightbot-Link, der da steht. Wir stammen vom Bären ab. Da kommt man auch. Holy, hier kommst du zu dem Video. Weil hier, wir stammen vom Bären ab, bei meiner Nightbot-Info. Da kommt man zu dem Video. Zu meiner neuesten Realsatire. Wenn wir schon mal beim Humor sind. So, jetzt auch noch diese Werbung abgefrühstückt. Und noch mehr schöne Klicks und Likes und alles. Und was glaubt ihr, werde ich jemals die 1000 Abonnenten zusammenkriegen, um Kohle zu... Sag mal, Ufo, du hast doch 1000 Abonnenten. Kriegst du da genug Minuten auf deinem Kanal zusammen, um die Scheiße zu monetarisieren? Also 4000 Minuten pro Monat? Oder Jahr? Kriegst du das zusammen? Die neuen Regelungen sind ja Horror. Mir gerade so in den Sinn gekommen. Ich habe gerade überlegt, wann ich hier meinen 1000 Abonnenten zusammenkriege. Da steht ja aber nur super Video von Tweak. Ach so, hat das geändert.
Dann hat er es wahrscheinlich geändert. Gestern war da noch ein sehr unhöflicher Text. Jo, hat er geändert. Ist das nicht eine Seele von Mensch, dieser Tweaken Friends, ne? Ist das ein netter Mensch? Nicht zu fassen. Darf man nicht drüber reden. Also, holy, da standen so ähnliche Dinge, wie du hier im Gelöschten gelesen hast. Wo darf man nicht drüber reden, Speed? Über YouTube-Einnahmen. Er soll mir nicht sagen, wie viel er verdient. Er soll nur sagen, ob er überhaupt die Chance zu monetarisieren hat. Das ist nicht über Einnahmen reden, Speedbull. Das kann man ohne weiteres machen. Das ist ein bisschen was anderes. Aber ich weiß, was du meinst, Speedbull. Kriegst nur darum, ob er überhaupt die Möglichkeit hat. Das kann man ja sagen. Ich will ja nicht wissen, ob er 5 Cent 50 im Monat verdient oder 6 Cent 50. Und privat dürfte er trotzdem drüber reden, wenn er es mir privat schickt. Man darf es bloß nicht jetzt hier unbedingt in einem Video rausposaunen oder so. Habe ich mal von dir gehört. Was in meinen Augen zwar auch totaler Schwachsinn ist, aber ja, okay. Sollen sie mal machen, die von YouTube. So, zack dahin, zack dahin. Herr UFO scheint schon wieder am Meditieren zu sein. Meine Viechter haben noch genug zu essen. Da auch nicht. Was nennt man Konkurrenzkampf? Wie? Hat es Konkurrenzkampf? Ich verstehe den Zusammenhang jetzt nicht. Ich konkurriere mit niemandem. Ich täte nur interessieren, ob er mit seinen vorhandenen Videos die Minutenzahl zusammenkriegt. Das war alles. Ja, mit den Eiern, da geht was. Nein, aber Twitch mit YouTube. Ja, was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Der schneidet bestimmt gerade die Möhren, die Wassersuppe, stimmt. Er ist ja der große Möhrenbesitzer, der UFO. Er muss dreimal am Tag die Suppe essen, weil er sonst ständig der Magen knurrt. Er hat schon nur noch Haut und Knochen, man sieht ihn richtig an. Ich würde sogar behaupten, dass YouTube nicht über Einnahmen reden darf. Hier redet kein Aas über Einnahmen. Es ging mir nur um die Minutenzahl. Nur wissen, ob er die 4000 Minuten zusammenkriegt. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Hat nichts mit Einnahmen an sich zu tun. UFO, hast du die Frage verstanden oder willst du nicht antworten? Wenn du nicht antworten willst, schreib fett hin, ich will nicht antworten. Oh, lass mich nicht im Dunkeln tappen. Boop, boop, boop.
Zack. Und die Eier dahin. Ich habe spekuliert, wann ich so meine 1000 Abonnenten zusammenkriege. Da ist mir eingefallen, Ufo, dass du 1000 Abonnenten hast. Und dann hatte ich dich gefragt, ob du die Minutenzahl zusammenkriegst, damit du noch Kohle von YouTube kriegst oder nicht. Die 5 Cent 50 da pro Jahr. Hat mich nur mal interessiert, ob du auf diese 4000 Minuten kommst. Das wollte ich wissen. Weil dann hättest du nämlich einen Kanal, den man monetarisieren kann. Was ich leider im Moment nicht mehr kann. Das habe ich mir einfach mal jetzt so gefragt. Und da wollte ich nur wissen, ob du die Minutenzahl zusammenkriegst. Sag einfach Wassersuppe, genau. Wassersuppe aber auch geredet. Du warst gerade Möhren schneiden, hat Speedball, glaube ich, gesagt, oder? Genau, Speedball war's. Okay, jetzt habe ich wieder Fackeln. Jetzt kann ich wieder runtergehen. Nein, 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 das hier essen, das hier essen, das hier essen. Du, 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 du. Oder warst du eingenickt, Ufo? Keine Ahnung, bekomme so 2,50 im Monat. Das wollte ich gar nicht wissen, aber das bedeutet mit anderen Worten ja. Weil man braucht 4000 Minuten im Monat, um monetarisieren zu können, um noch Geld zu bekommen. Ich kann mit zwei Kanälen monetarisieren. Dein Ernst? Haben die das wieder geändert oder hast du auf zwei Kanälen über 1000 Abonnenten? Davon weiß ich gar nichts. Aber braucht laut den letzten Regelungen. Moment, ich muss mal in Skype nachgucken. Das ist sehr gut. Ich muss mal kurz eine Datei im Hintergrund bearbeiten. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist Weltklasse. Ja, das ist geil. Das ist Weltklasse. Einen Moment, es geht in 2 Minuten weiter. Dass die Seite immer so backen muss. Na komm. Ach, wie ich sowas hasse. Adblocker nervt. Adblocker nervt. Jetzt aber. Genau. Der Link funktioniert. Ich reiche den mal eben weiter. 50 Dateien offen.
Okay. Schoko. Oh, das ist ja ein Skandal. Da muss ich auch noch mal ein Video drüber drehen. Okay. Das gibt ein Skandalvideo nach dem anderen. Wir werden sehr viele Informationen zugespielt, die überlebenswichtig sind. Man ist bei mir wohl vergessen auszumachen. Echt? Krass. Oder sie haben es wieder angemacht. Die 250 kann sich YouTube in die Rosette schieben. Allerdings. Okay, weiter geht's. Ebene 6. Freuen. Gleich muss ich einen Raupe kämpfen. Ich freue mich da tierisch drauf. Nervt. Wo hinten sind echt stabile Raupen. Ich wollte doch meine Bandage testen. Egal. Die sind Insektoiden, sind echt heftig. Carlo Lino, wer auch immer du bist, ich sag mal danke fürs Verfolgen. Wir sind wahrscheinlich im Fall, dass du nicht weak bist. So. So. Ach, verdammt. Ebene 6 ist im Grunde wie Ebene 5. Also ab Ebene 5 wird es richtig steinig. Die vier Ebenen drüber sind relativ überschaubar. Das ist Kohle. Das ist Kohle.
Test, Test, hallo, Carlolino. Wie viele Carlolino-Dinger-Accounts gibt's von dir so? Test, Test. Hallo, komisch, was das? Keine Ahnung, sag du es mir. Kann über WLAN, ob nicht schreiben, nur im Handy oder mobile Daten. Kenne ich mich nicht mit aus. Bin ich nur PC. Und da geht bei mir alles am PC. Ach, jetzt muss ich hier Spitzhacke, das und Stein. Oh, hübsch. Du hast kaputt gemacht. Na, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Ja, im Grunde genommen ist Ebene 6 wie Ebene 5. Immer noch die Insektoiden, keine größeren Gegner und die kommen wahrscheinlich erst ab Ebene 10 oder so. Ich gehe mal davon aus, dass 5 Ebenen immer relativ gleich sind. Zu kreativ sind sie dann doch nicht, die Entwickler. Aber insgesamt schon nicht schlecht. Es gibt sehr viel Neues zu entdecken im Spiel. Ich sehe ja viel Neues. Laut Speedbull gibt es 14 Ebenen. Und erst ab Ebene 5 kamen zum ersten Mal neue Gegner. Das waren Insektoide und die sind in Ebene 6 jetzt immer noch. Die heißen in den Spiel nicht Insektoide, auch sind insektenartige, exoskelettartige irgendwas. Mit schwebenden Bienen, die grüne Giftpfeile schießen. Und da die ab Ebene 5 kommen, denke ich mal, dass es ab Ebene 10 weitere Gegner gibt. Da hat Speedbull ja was gesagt von Maschinen und Halbmaschinen, Menschen, sowie die Borg. Die greifen dich da mit Bomben an und du bist nach einem Schuss tot. Und all solche Faxen. Deswegen traue ich mich noch nicht in die untersten Ebenen, sondern würde sehr viel Zeug abbauen in Ebene 5 bis 10. Weil ich will nicht von Maschinenwesen beschissen werden, bevor ich nicht selber Shotgun und so habe. Genau, Ebene 14 finde ich jetzt ein bisschen unrund. Man hätte 15 Ebenen machen können. Aber wenn die Oberfläche mitzählen, sind es ja 15 Ebenen. Carlino 1, hallo nochmal, Tudelü. Kannst du jetzt schreiben? Schön. Tudelü ist mein Spruch. Ach, mein Kerl verhungert wieder. Echt nur ein einzelnes Kupferrohr. Das ist ja wärmlich. Ein einziges Kupferrohr. Und ein einziges Eisenohr. Mit anderen Worten, nichts los auf Ebene 6. Bisher deutlich weniger gefunden als in Ebene 5. Das ist aber sehr zufallsgeneriert. Ich würde sagen, dass Ebene 5 und 6 sich ziemlich gleichen. Vielleicht kommt auch schon ab Ebene 8 Neues, ich weiß es nicht.
Aber ich werde es dir nachreichen, Ufo. Wenn ich es weiß, schreibe ich es dir. Dann schreibe ich dir, auf welcher Ebene neue kommen. Und wie ist das Game? Weltklasse, hab vorhin schon in den größten Tönen davon geschwärmt. Es ist knuffig, zuckersüß und hat hohes Suchtpotenzial. Eine Mischung aus Seven Days to Die, Minecraft und Zelda. Macht mordsmäßig Spaß. Bis den ganzen Tag am Erz farmen und am Gegner bekämpfen. Und am Häuser bauen. Und an Farm bauen und sowas. Also was. Cool, schenkst du es mir? Bin ganz arm. Nein, schenke ich dir nicht. Ich bin noch ärmer als du. Ja. Ich konnte mir ja nicht mal meine Version leisten. Ach ja, und lila Raupen gibt es. Die sind ein bisschen stärker als die anderen Raupen. Also Ebene 6 ist mal nutzlos. Das ist Wahnsinn. Wie nutzlos diese Ebene ist. Wir bleiben wach, bis die Raupen wieder lila sind. Die Raupen wieder lila sind, ja, ich glaube, ich kenne das Lied. Die Raupen wieder lila sind. Glaube ich nicht, dass du 6 Kinder und 3 Frauen und 3 Hunde. Sag mal, wie lange spionierst du mich schon? Davon habe ich heute auch nicht gesprochen. Doch, die haben ein ganzes Geld. Ich sagte, ich habe 5 Kinder von 6 Frauen. Die eine Frau war ein siamesischer Zwilling. Und so geht das. Und die kriegen immer Alimente. Und deswegen ist all diese 3000 Euro, die ich im Monat hart verdiene, die gehen alle an meine Kinder. Und ich darf vom Wassersuppe leben. Scheiß Staat, scheiß Gesetze, alles scheiße. Und von Hunden habe ich nie was gesagt. Ja. Ufo, das hatte ich den Tag in deinen Chat geschrieben. Gestern oder wann das war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, oder vorgestern. Oh, ich meine, so eine Dreh. Ja, und weil die alle Alimente kriechen, muss ich hier vom Wasser so beleben. Das Leben ist scheiße. Was Ali kriegt, Mente. Was sind Mente? Medikamente. Das ist die Abkürzung für Medikamente, Antika. So. Boah, Ebene 6 ist ja. Das ist ja gar nichts groß. Ebene 5 war voll mit den Steinen. Ebene 6 ist ja. Zum Davonrennen so ein bisschen. Habe ich keinen Spaß mehr wirklich. Ah, das Vieh schon wieder. Ja, der Keks ist nicht schlecht. Du baust die ganze Zeit Steine ab wie in Ebene 5. Ne, in Ebene 5 war sehr viel Silber, Schwefel, Kupfer, Eisen. Aber hier die Ebene 6, das ist wirklich nur Stein.
Ne, Ebene 5 hat mich richtig reich gemacht. Ein paar hundert Barren gab das zusammen, das war nicht ohne. Jetzt, weiß Gott. Ja, deswegen glaube ich, dass du ärmer bist. Ich zahle aber mehr, denn alle 6 sind von einer Frau. Pro Kind wird es mehr. Ah, okay, das freut mich für dich. Habe ich da was überlesen? Ach ja. Ja, die Ebene ist ja mal für den Arsch. Aber es wird sehr, sehr zufallsgeneriert sein, die ganzen Maps. Aber so leer, das ist schon fast recht dreist. Naja, gucken wir mal, was uns Ebene 7 so bietet. Das ist immer ja nicht. And now I proudly present Ebene 7. Ja, deswegen glaube ich, ich habe es schon gelesen. Okay. So, weitermachen. Ist meine Schippe noch da? Gleich mal zu Ebene 8 runter. Mann, ist mein Internet wieder schlecht hier in Korea. Was machst du auch in Korea? So, jetzt muss ich hier noch eine 7 hinbasteln. Definitiv nicht so leicht ist. Dritte von Viehschulter. Kann man das halt 7 durchgehen lassen? Nicht wirklich. Das ist aber auch schwer. Mit Vierecken die Zahl 7 zu realisieren. Freue ich mich jetzt schon auf der 8. Ich wohne hier, damit ich wenigstens was zu essen habe. Alles billig. Verstehe. Ich muss noch mehr arbeiten gehen, damit ich umziehen kann. Eine Straße, wie nicht besser ist. Eine Gap, meine Gap, das sinkt koreanische Leitung. Die werden von armen Kindern verlegt. Grabetechnik scheint ineffizient. Meine Technik ist in dem Sinne effizient, dass ich in einem Gang nicht von 20 Seiten mit Gegnern angegriffen werden kann, sondern fast immer nur von einer Seite. Da geht es fast nur um Gegnerschutz. Und da die Maps zufallsgeneriert sind, braucht man keine Grabetechnik in dem Sinne, sondern du buddelst einfach drauf los und hoffst früher oder später was zu stoßen. Dabei ist es egal, ob du nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Hab bis jetzt noch keinen Unterschied festgestellt. Hohe Räume erkunden lohnt sich manchmal. So wie diese Höhen in Minecraft, das lohnt sich auch. Aber dass diese Ebenen 7 und 8 hier, ich meine 6 und 7 gar nicht bringen, ist ja mal sehr traurig. Ja, und da alles hartes Felsgestein ist, dauert es natürlich ein bisschen länger. Aber ich muss mal wieder Werkzeuge aus Bronze basteln.
Mit der Hoffnung, dass sie die mir nicht wieder alle klauen. Jetzt hat er Hunger. Oh, ich habe Eisen gefunden. Eisen. Freuen. Alle freuen, in Chat schreiben. Getback, Getback, Getback. Ist das ein missglückter Smiley? Das sieht witzig aus. Ich finde das Spiel komisch. Bestimmt auch aus Korea. Ja. Bitte nicht das Spiel beleidigen. Das ist Weltklasse. Das hat auch gerade geruckt, meine Liebe, ja, sein Teil. Das sind Smileys. Hm. Wir hatten bei mir nicht hat Smileys angezeigt. Bei mir steht nur Catback. Aber egal. Das Spiel ist geil, jo. Das Spiel ist das Beste überhaupt. Nie mehr zuvor und nie mehr danach wird es jemals ein besseres Spiel geben. Das kann einfach nicht möglich sein physisch. Wenigstens habe ich jetzt mal ein bisschen. Ups. Wenigstens habe ich jetzt mal ein bisschen Metalle gefunden. Oh, jetzt sind schon 8. Jo, dann schnarch ein Tiger. Gute Nacht. Oh, hier. Ich sehe rechts Kupfer. Hier UFO, kann man ganz leicht erkennen, dass es hier heller wird. Wobei ich mich manchmal auch irre. Nicht geirrt. Kein Kupfer von Weitem erkennen. Oh, Schwefel, hier unten ist sogar Schwefel. Ja, das ist mal wieder eine Ebene, die sich lohnt. Ebene 7. Und immer noch die insektoiden Gegner. Man muss halt ein bisschen auf Seitenarme achten. Ja, aber es ist auch heller, aber hier ist es nur Dreck. Aber die Grabentechnik hier ist sehr effizient. So, dann holen wir uns jetzt noch den wertvollen Schwefel. Aus Schwefel und Salpeter kann man nämlich Schießpulver machen. Sogar noch Eisen. Also mit nach einer Zeit kriegt man eine Spür für Eisen. Man sieht den leicht helleren, bläulicheren Stich. Immer besser und besser. Gut, dass niemand weiß, dass ich Bim 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 heiße. Das freut mich für dich. So. Wollte ich jetzt Steinaxt. Hier jetzt wieder ordentlich ab in der Ebene. So ging es auch in Ebene 5 ab. Ja, hat Hunger. Oh, hier unten ist eine Ader. Kupferader.
Tatsache. Sehr oft der Kupfer und Dings dabei. Kupfer ist immer in der Nähe von Stahl. Harte Arbeit, machen wir uns hier durch. Junge, ist der stabil. Das ist tatsächlich Eisen. Oh ja, ist alles Eisen, das war linken. Eisen ist richtig schwer abzubauen. Hier links ist auch noch Eisen. Ich putte mich erstmal unten durch. Das freut mich für dich. So. Ah, hier sind zwei rein. Und die haben wir wieder Eisen. Oh, Silber. Der eine Block war Silber. Cool. Kohle lässt sich immer schön leichter bauen. So, links könnte noch eine Ader sein. Was ich gerade suche, Massen an Bronze und Eisen.
damit ich Massen an Eisenrüstung und Eisenpfeilen herstellen kann. Und wenn die Ebene leer ist, grase ich die nächste ab. Die nächste und die nächste. Bis sie mir zu schwer werden. Also ich suche nicht, ich erze ganz normal, ich farme halt. Aber zu viel hat die Ebene jetzt auch nicht zu bieten. Mal vormerken. Das ist auch Metall. Knüppelhartes Zeug ist das. Viele Gegner, die ich keine Lust habe. Der hat schon wieder Hunger. Fackel mehr. Scheiße. Torch.
das Eisen, das Kupfer. Scheiße. Mein Holz ist alle. Das war's erstmal für heute. Die Kohle und das Kupfer baue ich dann morgen ab. Aber ich habe kein Holz mehr für eine weitere Axt. Aber dieses mit dem Stab zu stechen, hier frisst unglaublich viel Energie. Nee, nicht zu 8 runter, sondern hoch zu 6. Bisschen doof, dass das ganze Nest weggeht. Egal. Ja, nicht mehr. Das da rein.
Kupfer. Kupfer. Perfekt. Jetzt habe ich wieder Kupfer Big Axe. Sehr schön. Und die Schippe reicht nochmal für eine Ebene. Also bis Ebene 9 kommt man mit einer Kupferschippe. Jetzt oben mal durch. Ein bisschen nachhöhlen. Hier ist noch alles voll. Zack. Und jetzt. Hühner kriechen witzigerweise Äpfel. Weil die Viecher fressen ja wirklich alles. So, das Ernten hebe ich mir dann für morgen auf. Hat, kann ja noch dauern.
Schade, dass man es nicht skillen kann, dass der Ofen schneller geht oder dass man schneller abernten kann oder irgend sowas. In 7 Days to Die ist auch hier Holz stets Mangelware. Stimmt allerdings, ich könnte auch einen zweiten Ofen bauen. Überlege ich schon die ganze Zeit. Vielleicht direkt gegenüber. Würde sich nicht schlecht machen. Das ist ja so aussehen. Habe ich den letzten etwa Stein gebaut? Das ist ja unfassbar, ich habe den letzten Mal Stein gebaut. Ach, das war der falsche. Das war er nicht. Das war der Vornäs, ne? Den kann man noch aus Stein bauen. Okay. Zuck, zuck, zuck. Kann man den drehen? Drehen kann man leider nicht. Aber ja. Kann definitiv noch einen zweiten bauen. Okay, der ist durch. So. Packen wir den mal darin, mein Holz ist komplett alle. Okay. Weil so Leute, ich verabscheue mich mal für heute. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.